So, hallo, wir machen weiter. Bye. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Paar Tage gab es jetzt keine Parts. Liegt daran, weil ich erstmal wieder jetzt in meiner Wohnung angekommen bin und es ein bisschen gedauert hat, bis ich wieder alles aufgebaut habe. Und ja, habe mich einfach nicht sofort dazu aufgerafft. Aber jetzt wird erstmal wieder ein bisschen was aufgenommen. Die Sommerferien stehen kurz vor ihrem Ende. Das heißt, ich kann gar nicht mehr garantieren, wann, wie und ob dann noch Parts kommen. Also, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Ihr wisst Bescheid grundsätzlich, wenn mal eine Zeit lang nichts kommt. Ich habe es nie vergessen oder sonst wie, sondern es hat halt dann einfach Gründe. Und es kommt immer mal wieder was. So, ja, Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Und wir haben letztes Mal den Donnertempel abgeschlossen, glaube ich. Und dann haben wir. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe komplett vergessen. Ach ja, wir waren auf der Suche nach diesem Helm. Stimmt. Stimmt, wir waren auf der Suche nach diesem Helm. Und da hatten wir doch dieses Rätsel da, ne? Ja, den Weg zum Schatz unterm Sand. Ja, und dann dachte ich, dass das hier ist. Richtig, ich erinnere mich. Und dann dachte ich, dass das hier ist. Ja, es hilft mir leider jetzt gar nichts, ne? Scheiße. Okay, bevor wir uns jetzt hier weiter Gedanken zu machen, will ich erstmal kurz klären, was wir noch alles machen müssen, tun wollen. Einfach weil theoretisch haben wir jetzt alle vier Gebiete fertig und können theoretisch zum Finale. Na, so. Was ich auf jeden Fall natürlich noch machen möchte, ist hier Master Schwert. So, das ist auf jeden Fall noch wichtig. Ich würde mir auch gerne die Rätsel hier hinten dann nochmal angucken. Aber das sind eher so Nebenquests. Was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, sind natürlich diese ganzen Glyphenteile. Die wären mir wichtig. Ich würde auch gerne wo ist jetzt mal so ein Beispiel? Diese Sternplattformen, ihr wisst, was ich meine, ne? Diese, wo man die Fotos machen soll. Ich finde gerade kein Beispiel von so einer Sternplattform. Da! Na? Die zum Beispiel. Die machen wollen. Interessant, dass die hier eingezeichnet ist, obwohl ich die Karte noch gar nicht aufgedeckt habe. Oder habe ich? Ach doch, die habe ich. Die ist. Ah, die ist ja ganz. Ah, die ist über dieser Hatino-Insel oder was? Nee, die ist. Ach, die ist hier. Okay. Ja, wie auch immer. Die würde ich jedenfalls gerne noch machen wollen. Also halt, wir können ja mal, können wir das anhand des Tagebuchs so durchgucken, was alles noch so übrig ist? Vier Regionen haben wir im Prinzip fertig. Ah, wir könnten jetzt noch mal mit Pura quatschen. Jetzt haben wir ja alle vier Regionen fertig. Vielleicht gibt es jetzt noch was von Pura dazu zu sagen. Dann klar, schwebendes Schloss. Das, also man kann ja, glaube ich, auch ohne diese Regionen zum Endboss gehen. Na, das geht ja immer. Tränen des Drachen auf jeden Fall, die Geoglyphen. Das gehört ja auch zu den Hauptzielen. Also die Hauptziele will ich auf jeden Fall machen. Ganz klar. Gut, das hier weiß ich nicht, wie und wo man das machen kann, aber hey. Nein, das wollte ich nicht auslösen. Ja, ne, also die auf jeden Fall. Dann die Episoden. Ja, auf jeden Fall möchte ich die Türme auslösen alle. Das ist auch ganz wichtig. Damit wir weitere Teleportmedaillons bekommen. Das hätte ich schon gerne. Die Gerüchte, das ist jetzt die Frage, ob wir den ganzen Gerüchten nachgehen wollen. Ah. Also es sind schon auch noch jede Menge Episodenziele, ne? Müssen wir mal gucken, was wir davon noch so machen.
Ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, was aus eurer Sicht wichtig ist, was man machen sollte. Ja. Oder was auch vielleicht nicht so wichtig ist. So. Ich will diesen scheiß Turm auslösen. Es gibt's doch nicht, dass ich das nicht schaffe. Also ich muss ja den Turm auslösen, wenn ich alle Türme haben will. Und es kann doch nicht sein, dass der so ein überkrasses Rätsel hat. Ich dachte jetzt erst, okay, man muss das Gebiet schaffen. Aber haben wir jetzt ja geschafft. Kann doch nicht sein. Weil normalerweise, wenn es ein Turm mit Rätsel war, dann waren da immer irgendwo irgendwelche Leute, die man anquatschen konnte. Und hier ist ja einfach nix. Hier ist einfach nix. Das Ding ist einfach kaputt. Und es ist nirgendwo... Nirgendwo sind Menschen. Die man an... Ah, ne, das habe ich repariert, ne? Ja, das habe ich repariert. Nirgendwo sind Leute, die man anquatschen könnte. Es ist... Ich finde das ganz weird. Ich würde mich jetzt trotzdem nochmal umgucken wollen. Ich kann mir nicht helfen. Es muss doch hier irgendwas, irgendeinen Hinweis darauf geben. Hier ist so ein Baum, mit dem man interagieren kann. Hier ist so ein Baum, mit dem man interagieren kann. Aber es ist nirgendwo... Ja, ihr könnt mich mal... Hallo? Ah, es ist echt ganz, ganz komisch. So eine riesige Kiste. Warum ist hier so ein riesiger Block? Man weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, da hochzukommen. Ich muss mich vielleicht mal wirklich komplett rundum umschauen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Aber hier ist ja auch nichts mehr, ne? Ja, da drüben sind nur wieder so Exalfosse. Ja, dieser Turm ist ein Mysterium sondergleichen. Dieser Turm ist wirklich ein Mysterium. Die Klappe. Und ohne den Turm habe ich halt auch die großen Probleme, dass ich nicht... Ist hier jemand unten? Hier sind da vielleicht Leute? Nee, das ist... Ach, das ist ein scheiß... So ein scheiß Grog-Typ. Aber es müssten doch hier auch Menschen sein. Ich meine, wenn hier überall so Bauwerke sind, dann müssten doch hier auch irgendwo Menschen sein. So, was mit dir? Wo willst du hin? Ja, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Allerdings müsste ich jetzt dafür das hier hinbekommen.
Ich komme gleich wieder zu dir, Krog. Hier sind so viel, hier sind so viele von diesen Aufzügen. Und nirgendwo ist jemand, mit dem man quatschen könnte. Also nicht mal eine Person. Das finde ich schon besonders merkwürdig. Muss ich ja gestehen. Dass hier nicht mal eine Person ist zum Quatschen, die vielleicht ein bisschen was zu dem Turm erzählen könnte. So, wir haben null Hinweise. Das finde ich schon besonders seltsam. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass ich alleine da nichts machen kann an dem Turm. Ich habe ja schon alles probiert, was mir zur Verfügung steht. Es muss mit irgendjemandem eine Interaktion geben. Muss es einfach. Aber hier ist nirgendwo jemand. Wo war jetzt der Koch? Da, ne? So, pass auf. Dann bringe ich jetzt als erstes den Rock nach Hause. Okay, klappt gut. So. Das sind nur Gegner, ne? Ja. So. Hallo? Ich krieg den jetzt da unten nicht raus, oder was? Hallo? Ich krieg den jetzt da unten nicht raus. Der ist runtergefallen. Och nee. Na gut, dann können wir dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Komm her. So. Es bringt mir zwar nichts, aber hey. Oder könnt ihr mir was zu dem Turm erzählen? Nee, also die sind einfach nur. Die erzählen einfach nur immer wieder das Gleiche. Mit den Türmen haben die gar nichts am Hut. Ja. Hä? So sieht man sich wieder. Hallihallo, der Kartoffel. Hä? War ich nie bei diesem Aufzug und bei allen anderen sonst schon? Was? 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 Ich bin hier, um ihn zu reparieren. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ist ja wohl nicht wahr, ne?
Okay. Ganz ehrlich, wenn wir den gerade schon bekommen, dann nehmen wir den doch einfach mal mit. Okay, er scheint leider nicht an eine bestimmte Insel ranzugehören. Nee. Okay. So, also Metallkiste. Okay, wo ist jetzt der kaputte Aufzug? Ach so. Ah, ich verstehe. Das ist noch nicht schwer genug, okay. Das ist immer noch nicht schwer genug. Okay. Na bitte. Wir haben endlich den Turm. Ey, das ist... Na, es ist so unfassbar. So. Mach den scheiß Turm jetzt an. Ey. Also man musste wirklich auf random einen einzigen Menschen finden, der da komplett um den Turm rum hätte sein können. So ein Blödsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Und ab nach oben. Und jetzt haben wir die ganze Wüste schon aufgedeckt. Das ist natürlich auch witzig. So. Zack. Okay, da ist gar nicht so viel. So, wir haben gelernt, während man das hier macht, ist man... Es wird sozusagen die Zeit angehalten. Man kann sich hier in Ruhe umgucken. Ja, komm, wenn ich jetzt schon gerade... Ja, okay, aber ich sehe sie nicht vernünftig, die Geoglyphe. Na, die muss ich von woanders angucken. Ja, die sehe ich leider nicht vernünftig. Die ist sowieso sehr weird. So an der Wand. Da gibt es ja sowieso nicht viele Möglichkeiten, dann wo da was sein kann. Aber soll mir recht sein. Aber jetzt, wo ich das gerade hier wieder alles so sehe, ne? Also hier ist ein bisschen was. Aber dann ist hier drüben eine einzige große Insel. Wahrscheinlich wieder so ein Kampfding oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist so, so unten einfach. Und da ist was Größeres, wieder so ein Labyrinth, ne? Ja, das scheint so ein Labyrinth zu sein. Ah, oh, und hier ist so ein Teil. Okay.
Ist das Labyrinth? Und da ist die... okay, da ist das Ding. Ja, okay, okay. Da käme man wahrscheinlich schon hin. Hm. Und da scheint eine Möglichkeit zu sein, abzuheben. Aber mehr auch nicht. Das ist auch interessant, was auch immer das ist. Da unten ist der Drache. Na komm, wir landen mal gerade hier. Ich wollte gerade sagen, manchmal sind hier ja auch Feen und die kann ich immer gut gebrauchen und gleich wieder verschwenden. Hier sind auf jeden Fall schon mal Feen, das ist doch schon mal schön. Habe ich ihn? Yes. So, wo ist die Fee? Ist die jetzt abgehauen oder was? Oh, hier ist sogar ein fertiges Ding. Ah, hier! Hier ist sogar ein fertiges Ding. Da ist noch eine! Oh, mit Rakete auch noch. Stark. Komm her! Hallo? Ist die jetzt weg? Ne, hier. Wir kommen halt runter. Lol. Ja, okay, die kriege ich so nicht. Machst du nix? So, aber ist jetzt hier irgendwas außerdem? Also das ist so eine Art Startrampe. Dann kann man von hier aus wahrscheinlich überall hinfliegen, so ein bisschen. Finde ich jetzt auch nicht komplett verkehrt. Na? Ist definitiv nicht verkehrt. Na komm halt her. Weg ist er. Wow. Okay, aber will ich jetzt von hier aus irgendwo hinfliegen, ist die Frage. Ist das hier auch wieder, ist das ein Labyrinth, was auch unten wieder ein Gegenstück hat? Ach, scheiße. Es hat dann bestimmt wieder in allen drei Ebenen hat es wieder ein Gegenstück. So, oben, unten, links, rechts. Ach, ja, weiß ich nicht. Okay, aber sonst scheint es hier oben nichts zu geben. Wir wissen, es ist da, das ist gut zu wissen. Wir brauchen es aber aktuell nicht wirklich. Gut. So. Jetzt würde mich aber Folgendes interessieren. Und zwar, ob die Statuen, die ich hier gefunden hatte, die da hier, ob das überhaupt die... Aber es sind ja Statuen mit... Also, keine Ahnung. Und hier ist diese Höhle. Warum soll da nicht dieser Schatz auch dann sein? Aber ich hatte halt in Erinnerung, dass im Original, also in Breath of the Wild, da waren doch hier... Ja, wo waren die denn? Die sind... Das ist der andere... Oha! Das ist noch ein riesiges Gebiet. Okay, ich hab drei Türme habe ich noch nicht. Ja, okay. Okay, passt auf. Bevor wir jetzt lange hier rumtun, das geht mir hier alles auf den Keks. Bevor wir jetzt lange hier rumtun, suchen wir den Turm hier drüben. Den müsste man ja durch Leuchten eigentlich recht gut sehen können irgendwie. Das war die falsche Taste. Wie konnte man nochmal stürzen? Ach so. So, wo ist der Turm für dieses Gebiet?
Das hier ist das Plateau. Wo ist der Turm für dieses Gebiet hier? Da ist ganz viel... Da! Da drüben, okay. Okay, dann versuchen wir jetzt dahin zu kommen. Gut, dann versuchen wir jetzt dahin zu kommen. Ja. Ich habe auch keine, ja, ich habe keine Möglichkeit, ja, ich habe keinen Teleport dahin, also ich kann nur versuchen, einen möglichst schnellen Weg zu finden. Und mich möglichst nicht von irgendwas ablenken zu lassen. Wie zum Beispiel von einer Höhle. Aber waren wir in der Höhle schon mal drin? Nicht, dass das jetzt nämlich eine Höhle ist, in die ich über andere Wege schon mal reingekommen bin und dann komme ich da wieder raus, ne? Wenn es eine Durchgangshöhle ist, wäre es nicht schlecht. Aber ich glaube fast, das ist einfach eine Ivarok-Höhle. Kann das sein? Das ist doch ein Ivarok, oder nicht? Seltener Ivarok. Okay. Aber ja, ich wollte gerade sagen, aber die Höhle muss ja noch mehr können. Drei sind hier. Wer fehlt? Mr. Gorone. Wen brauche ich? Mr. Gorone. Komm halt her jetzt. Da ist er. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Das Ding hier fehlt natürlich noch. Das können wir auf jeden Fall schon mal abhaken. Sehr schön. So, sollen wir es probieren? Komm, wir probieren es. Was soll's? Ich speichere einmal vorher. So, wie sind wir denn ausgerüstet? Oje, oje, oje. Ich habe ja aktuell gar nichts Brauchbares mehr. Oh boy. Let's go! Ah, das war doch schon mal nicht verkehrt. Aber der ist doch nicht selten, ist doch ganz normaler. Sehr gut. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt gar nicht so gut. Ach ja, so viel zur Fee auch, ne? Okay, also aber mit dem Gamma-Schwert kommen wir recht weit sogar. Also normaler Ivarok, wieso ist der selten? Das ist doch ein ganz normaler. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt.
Das ist doch ein ganz normaler Ivarok. Nun gut, aber die Waffe hat gar nicht so, also die Waffe war gar nicht mal so verkehrt. Ja, und der Mauerblockbohrer, der könnte dann noch den Rest machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt auch. So, wir essen mal vorher was. Haben wir noch was zu essen? Was Normales? Ah, so richtig normal nicht. Halt so komplett auffüllendes Zeug. Ich meine, wir können Angriffsfood. Ach ja, das ist kein Angriffsfood. Also es ist Angriffsfood, aber nicht das, was ich meinte. Wo haben wir denn normales Angriffsfood? Hier haben wir normales Angriffsfood. Das halt aber jetzt auch nicht sonderlich viel, ne? Das halt nur so ein bisschen. Das hätte ich stärker machen müssen. Naja. Egal, komm, wir nehmen mal hier. Zack. Vielleicht können wir ihn dafür komplett rasieren. Vielleicht können wir ihn dafür komplett rasieren. Ich habe jetzt richtig hoch die Angriffskraft. Aber merkt schon den gewaltigen Unterschied. Oh ja. Oh, man merkt so richtig den Unterschied. Krass. Ach. Käse. Mann. Ja, okay. Also würde funktionieren. Würde funktionieren. Würde funktionieren. Probieren wir mal aus. Dann hält auch die Gamma-Waffe so lange. Also, das hier wollte ich essen. Zack. Das hier wollte ich zu mir nehmen. Zack. Und ja. Nein! Das ist jetzt ganz schlechter Start. Na, war gar nicht so schlecht. Hat sogar gepasst. Ja, ich habe ihn erwischt, aber er mich leider auch. Schnell genug hinkommen. Oh, wow. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass er mich auf die Art und Weise gleich niedermetzelt. Aber ja, wir nähern uns der Sache. Wir nähern uns der Sache. Ja, so, hier wollte ich rein. Also, nochmal das hier. Das hier. Und wieder hinschleichen. Bleib oben drauf, Link. Nein. So ist richtig. Okay. So, jetzt weichen wir einfach einmal aus, wenn er werfen will. Hat gut funktioniert. Yes! Jetzt aber. Jetzt kriegst du den Rest. So nämlich.
Hiervon haben wir alles schon fotografiert, ne? Hoffe ich jetzt mal. Ja. Oh, da war ein Diamant dabei. Sehr schön. Wahrscheinlich deswegen selten. Oh, zwei Diamanten. Crazy. Okay, das hat schon was gebracht. So, und jetzt können wir auch wieder was Schönes hier bauen. Seltene Ivarok-Steinerz. Wow. Okay, nicht schlecht. Ich hoffe, das hält eine Weile. So. Okay, aber waffentechnisch tatsächlich aktuell nicht so geil, was ich dabei habe. Muss ich gestehen. Gut, aber sonst ist hier in der Höhle nichts, ne? Das war so die Quintessenz dieser Höhle. Dann könnten wir also theoretisch abhauen. So. Yes, ab nach oben. Okay, vielleicht schaffen wir es ja noch zum Turm. Wir sind 36 Minuten in, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ist hier kalt oder geht's? Scheint zu gehen, okay. Noch scheint es zu gehen für Link. So, ich nehme an, ich habe keine Möglichkeit, hier vernünftig hochzukommen. Raketen. Warum mit einer Rakete komme ich da nicht wirklich schnell hoch, oder? Oder kann man irgendwie, aber ich glaube nicht. Warte mal. Wir probieren jetzt mal was. Kann ich das irgendwie zu einer... Nee, das ist einfach nur Angriff. Ne? Das wird nichts, was ich jetzt zum Aufstieg nutzen kann. Nee. Ja, schade. Na gut, dann klettern wir. Aber zum Klettern haben wir ja Kletterkleidung. Die ich schon trage. Ja, wunderbar. Okay, aber es gibt genug Zwischenabschnitte. Das dürfte dann tatsächlich nicht das große Problem sein. Vielleicht habe ich sogar Glück und kann ein paar Mal den hier machen. Yes, sehr schön. Das macht es noch gleich noch ein bisschen schneller. Oh, und gleich nochmal. Komm schon. Yes. Sehr geil. Sehr geil. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon oben. Ja, was wollen wir denn mehr? Sehr, sehr gut. Gut. So, welche Richtung ist jetzt der Turm? Jetzt sehe ich nichts mehr leuchten. Das ist schlecht. Och nee. Oh, Krog-Rätsel. Sehr gut. So.
machst einen Abflug. Ja, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Na gut. Okay, da drüben ist der Turm. Scheiß auf den Rest. Erstmal Turm. Erstmal auf schnellstem Wege zum Turm. Und der schnellste Weg ist halt trotzdem etwas, was sich immer noch langsam anfühlt. Also, das bleibt eigentlich, glaube ich, eine meiner Hauptkritiken. Man braucht ewig, um von A nach B zu kommen. Und gerade wenn du ein Mensch bist, der so zeitlich ein bisschen empfindlich ist, was Zeitverlust angeht, ne? Ah, dann ist das nicht so... Fühlt sich nicht so geil an. Jawohl, aber wir sehen immer mehr vom Turm. Oh, hier unten ist auch noch gleich so ein Spaltding. Auch sehr interessant. Was ist das? Könnte was von den Jägern sein, oder? Könnte sogar was von den Jägern sein, ja. Wenn man vom Teufel spricht. Alter. Wenn man vom Teufel spricht. Na gut. Ach, sag nicht, das ist jetzt ein Jägerturm und man muss erst irgendwas mit Jäger machen. Ich hoffe nicht. Aber ja, das ist, glaube ich, der Aufstieg zu dem... Ist das nicht sogar der Aufstieg zum Jäger-Dings, wo ich jetzt bin? So ein bisschen zumindest. Könnte falsch sein, ne? Dass das der ursprüngliche Weg zum Jägerplatz ist. Ja, doch, doch, doch. Würde hinkommen von der Richtung. Dann will ich aber mal hoffen, dass der Turm selbst nicht der Jägerturm ist, sondern ich einfach den auslösen kann. Ich will da jetzt eigentlich keinen großen Stress mit haben. So. Sieht das irgendwie bewacht aus? Sieht das irgendwie nach einem Jägerturm aus? Ihr seht das Problem, ne? Das ist irgendwo innen jetzt in der Höhle. Aber vielleicht ist der Eingang da.
Vielleicht ist ja das der Eingang in die Höhle, die zum Turm direkt führt. Ja, das sieht doch von der Richtung her gar nicht schlecht aus. Maxi-Trüffel, nice. Will ich das lesen? Schnabudas Bautagebuch. Kartografieturm. Mannschaft hat die Baustelle erreicht. Kurz nach Baubeginn im Schneesturm. Arbeiter suchen Schutz in nahegelegener Höhle. Okay. Gefundene Höhle ist weit tief, als wir dachten. Fluss Richtung Wasserlauf. Inneres der Höhle. Klang von Hämmern. Höhle erstreckt sich bis unterhalb des Kartografieturms. Okay. Ist da hinten noch was Spannendes? Ich glaube, ich hoffe nicht. Ich will einfach nur jetzt davor. Ach so. Natürlich. Let's go. Gleich mal mitnehmen, den Kollegen. Sehr gut. So, dann wollen wir da rüber. Weil hier ist eh Schluss. So weit, so gut. Wir sind unterhalb des Turms. Das ist doch schon mal sehr schön. Schön. Nettes kleines Secret gefunden. So. Ich meine, ich habe eine Idee und theoretisch kann ich sie einfach probieren. Ich kann sie wieder rückgängig machen, wenn es schief gehen sollte. Aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit. Okay, das geht nicht. Ah! Es geht doch. Ist das jetzt echt so, dass es gerade hier nicht gut geht und da drüben schon? Müsste ich doch innen drin rauskommen. Yes. Ah, und ich kann ihn einfach auslösen. Juhu. Sehr gut. So, wo sind wir denn da? Ist das wirklich einfach eingefroren, das Ding hier? Und ich habe wahrscheinlich... Okay, ich habe keine Chance, den frei zu bekommen. Ja gut, ist ja egal. Ich kann mich hierher porten, ich kann damit in die Luft steigen. Mehr will ich gar nicht. Sehr gut, zwei Türme in einem Part. Sehr schön.
Fehlt dir nur noch einer. Fehlt ja nur noch einer. Ach, von hier komme ich dann zu dem Ding rüber. Ja, okay, das ergibt mehr Sinn tatsächlich. Das ergibt tatsächlich viel mehr Sinn. So, und damit haben wir das jetzt auch offen. Sehr, sehr gut. Ah ja, viele kleine Inseln hier oben. Und eine große Bossinsel. So, können wir auch kurz gucken. Halt, stopp, so. Ja, okay, okay, man sieht überhaupt nichts. Weil alles ist in dichten Nebel gehüllt. Okay. Dann aber jetzt Karte gucken. Oh, da ist ein riesiger... Also verhältnismäßig mit den anderen ist hier ein riesiges Loch. Oha. Das müssten wir uns ja fast mal anschauen. Ist es, aber vielleicht waren wir da schon. Ist es da, wo die... Nein, da waren wir nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es da, wo die Mine... Okay. Okay, da gehen wir direkt hin. Zu dem riesigen Loch gehen wir direkt hin. Ist das? Ja, ich bin ja, doch, ich bin genau in der Richtung unterwegs. Okay, warum ist denn das so viel größer als alle anderen? Was ist denn da passiert? Und was ist aus dem Jägerversteck eigentlich geworden? Das ist doch auch hier irgendwo gewesen. Na, das war doch irgendwie da oben so, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ah, das ist ja riesig. Warum ist gerade dieses Ding so groß? Nein, wollte ich nicht. Oh, hier ist Wasser. Das ist schlecht. Ja, pff. Das ist schlecht. Gut. Guter Start. Ich bin, seitdem ich hier oben war, nirgendwo mehr gelandet. Ja, toll. Großartig. Sehr toll. Das hat ja super funktioniert. Ich habe auch nichts, womit ich mich da vernünftig schnell hinporten kann. Ne? Ach, ja, komm. Nochmal. Also jetzt wissen wir, dass da oben Wasser, da unten Wasser ist und wir mit ein bisschen mehr Dings rein sollten. So.
Ja, dieses Treffen muss Schicksal sein. Du siehst so aus, als ob du den Grünen Mentrin darfst. Ja, ich bin tot. Es ist ein Jäger. Der hat nämlich keinen Namen. Natürlich. Ah, schade. Also nur der eine, ne? Ach, komm. Ach, meine schönen Pfeile. Wow. Mann, meine schönen Pfeile. Wow, jetzt haben die den komplett allein erledigt. Na gut. Oh, einzelner Jäger einfach hier oben drauf. Langweilig. Ah, da wären Krog-Plattformen. Ey, kein Nerv jetzt für Krogs. So, hier wäre allerdings ein cooles Ding für eine Waffe. Aber ich habe, glaube ich. Naja. Der Knochen wird wahrscheinlich nicht lange halten damit. Aber wir können es ja einmal festmachen. Was soll's. Aber das hält halt nicht lange. Das ist halt. Ist halt zum Scheitern verurteilt. So, aber ich hätte gerne einen Schrein hier in der Nähe. Dass ich mich da vielleicht hinporten könnte. Oh, was ist da unten los? Ach nee, die sind nur Gegner. Nee, ich sehe. Auf die Schnelle sehe ich keinen Schrein. Nee. Runter. Aber hier ist ja auch. Dadurch, dass hier kein Schrein ist, ist natürlich hier auch keine Wurzel in der Nähe, ne? Da ist eine Wurzel. Okay, wir versuchen mal dahin zu kommen. Irgendwas. Könnte knapp werden. Ah, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Perfekt. Sehr schön. Amustmorwurzel. Zack. So, was ist denn jetzt hier? Warum ist hier so ein riesiger Eingang? Okay, das sieht mal ganz anders aus. Na, also der Teil vom Untergrund sieht mal so ganz anders aus. Krass. Ganz viel Wasser wahrscheinlich hier, ne? Ja. Aber sonst weiß man halt auch nicht, ob hier irgendwas Spannendes ist. Hier jetzt wieder auf Verdacht umgucken, ist halt jetzt auch nicht so geil. Und du kannst dich hier im Untergrund halt nur auf Verdacht umgucken. Du hast da. Oha. Du hast hier halt nicht viele Möglichkeiten, irgendeine Richtung zu wählen, die du denkst, das passen könnte. Ja. Ah, ich weiß nicht. Es fühlt sich jetzt auch nicht so richtig an, sich hier umzugucken. Ich wollte mal schauen, dieses große Loch, ob das direkt irgendeine krasse Bewandtnis hat, aber. Ich sehe jetzt halt von hier aus auch nicht so wirklich, wo ich hin könnte. Was mir am Ende was bringt und was nicht und keine Ahnung. Da bin ich ein bisschen überfragt.
Ah. Nee, wir gehen erstmal wieder an die Oberfläche. Wir gehen erstmal wieder an die Oberfläche. Wir reden im nächsten Part mit Pura. Dann versuchen wir noch den letzten Turm zu bekommen. Dass wir die Geschichte durchhaben. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Masterschwert. Und das würde ich jetzt mal so als grobe Richtung machen. Versuchen. Nee, man weiß halt einfach überhaupt nicht, welcher Weg hier unten lohnt sich. Da ist das ganze Wasser, was ich meinte. Na? Da ist noch. Okay, pass auf, wir lösen die Wurzel da drüben noch aus. Die Wurzel da lösen wir noch aus. Der Wurzel gehen wir noch. Wo ist sie hin? Oh, hier ist auch wieder sowas da. Okay, hier könnte man was bauen und fliegen. Oh, lol. Jetzt hier ein Jägerversteck? Hier ist ein Jägerversteck. Was ist das? Was ist da los? Okay, das können wir uns trotzdem beim nächsten Mal noch ein bisschen angucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Schönes abzustauben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.